Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Webinar zum Canon Fotobuch HD. Mein Name ist Thomas Rodriguez und ich bin gelernter Fotograf aus Köln. Ich bin 1973 in Dortmund geboren und im Alter von 19 Jahren habe ich meine Ausbildung als Fotograf in einem Bonner Porträtstudio absolviert. Durch internationale Assistenz habe ich im In- und Ausland bei vielen Fotografen assistiert, gearbeitet, um erstmal meine Richtung genau ausfindig zu machen im Werbe-, Mode-, Architekturbereich, Packshot-Fotografen und bin dann eigentlich sehr schnell an die, People-Lifestyle-Richtung gekommen und auch Mode. Also man muss natürlich so eine gewisse Flexibilität haben. Man kann sich nicht immer wünschen, welcher Kunde dann kommt. Und jedenfalls seit 98 war so das Jahr, wo ich wirklich komplett nur noch für eigene Kunden gearbeitet habe. Da habe ich dann auch mein erstes Studio eröffnet. Und seitdem sitze ich auch in Köln, hier in Köln-Mülheim mit meinem Studio und bediene viele Werbekunden für Agenturen, Direktkunden, Künstler, Musiker und verschiedene Auftraggeber, die ich euch hier einfach mal in einer Folie mal so ein paar Beispiele zeigen wollte, wie das Ganze so aussieht, wie die Stilistik meiner Fotografie ist. Wie gesagt, alles sehr lebendig, nah ran, dass man wirklich auch das Gefühl hat, dass man mit dabei ist. Und neben Kindern, Familien, die wir fotografieren und auch Ältere, haben wir natürlich durch unsere verschiedenen Auftraggeber, sind wir auch flexibel, um wirklich dann auch dann so zu bedienen und zu fotografieren und meine Kunden dann auch glücklich zu stimmen. Welche Sache mir dann immer sehr, sehr wichtig ist in den ganzen Jahren, eigentlich schon seit 2004 nach meiner ersten Afrika-Reise, die großen Unterschiede, die ich dort direkt gesehen habe, kennengelernt habe, dass ich dort einige Projekte inzwischen umsetze, auch zuletzt für eine Kampagne in Mosambik war und auch in Südafrika, wo wir für einige Stiftungen und andere Institutionen einfach geholfen haben, um Kampagnen zu starten, in finanzieller Hinsicht oder in materiellen Dingen, dass man einfach dort den Menschen helfen kann. Das ist das, was mir immer wichtiger wird, wo ich auch meinen Schwerpunkt mehr und mehr legen möchte. Wie gesagt, alles so ein bisschen in der Balance zwischen der Auftragsfotografie und diesen freien Aufnahmen, einfach so den Menschen zu helfen, den Kindern zu helfen. Und ich denke, der Bedarf ist weltweit selbstverständlich da, nur jeder kann natürlich so seinen Teil dazu beitragen. Aber um jetzt nicht zu sehr vom Thema abzuschweifen, heute geht es hier um das Canon Fotobuch HD. Warum entscheide ich mich dafür? Es geht einfach darum, dass es immer schade ist, natürlich in dem digitalen Zeitalter hat man alles auf seiner Festplatte in irgendwelchen Clouds drin oder auf sein Smartphone oder auf seiner Spiegelreflex, dann auf der Festplatte. Man kann die mal durchscrollen. Ein Bild wirklich in der Hand zu halten oder im besten Fall nochmal in einem Fotobuch, wo man Erinnerungen auch gesammelt als Geschichte erzählen kann, dafür bieten sich einfach die Fotobücher. Und ich habe das für mich so in den letzten Jahren mit meiner Familie gemeinsam so zumindest versucht. Auch das ist natürlich immer so ein Zeitding. Die Bilder müssen ausgesucht werden, die müssen vielleicht ein bisschen bearbeitet werden, optimiert werden, dass man da eigentlich in möglichst kurzer Zeit, also effizient, ein schönes Buch mit Erinnerungen, wo auch dann wie meine vierjährige Tochter oder mein Sohn mit 13 mal sagt, ach, guck mal hier das Buch, weißt du noch, wie schön das war? In den seltensten Fällen würden die Kleineren oder auch die Größeren jetzt eine Festplatte anschließen und guck mal hier, weißt du noch, sondern das ist mit den Büchern einfach schön. Genauso auch, wenn man zu Kunden geht und zeigt ihnen ein Buch, was ausgedruckt ist, ist es schöner als natürlich eine Präsentation als PDF zu schicken. Die Leute sind es satt, die wollen auch mal was wieder in den Händen halten. Ich bin ein großer Freund davon und bei dem Canon Fotobuch HD, also das HD sage ich deswegen nochmal so betont, weil es einfach wirklich eine ganz andere Qualität hat. Es wird mit 7 Farben gedruckt bei 2400 dpi. Es ist echtes Fotopapier, was sehr schön gebunden ist. Bei der Flatsprit-Bindung, die wir heute nutzen, die ich euch kurz zeige, wird das Buch einfach sehr flach. Das heißt, wenn man auch bei vielen Seiten blättert, wölben sich die Seiten nicht. Das ist ganz entscheidend. Die werden wirklich mit Hand dann eingesetzt und so gebunden. Und das sieht einfach sehr toll aus. Also das einmal nur ganz kurz dazu. Die Bilder, die ich euch heute zeige in dem Buch, haben wir in der letzten Woche erst noch fotografiert. Das Ganze mit der EOS 5 DSR, ist ja sehr hochauflösend. Komplett 35 mm, ganz einfach, leichtes Weitwinkel, offenblendig.
Und ja, der erste Schritt. Es geht ja erstmal darum, eine Auswahl zu treffen. Ich benutze ganz gerne Lightroom, wo ich mit Sternchen markieren kann, welche Bilder gefallen mir, dass ich da so eine kleine Geschichte rausmache und dann erstmal anfange so zu markieren, um somit erstmal aus vielleicht 500 Bildern vielleicht erstmal 100 Bilder zu machen oder aus 2000 Bildern 500 Bilder zu machen, je nachdem wie da so der Hintergrund ist, wie man die Bilder macht. Für die Werbefotografie mache ich natürlich ein paar mehr Bilder, als wenn ich nur privat fotografiere. Wie gesagt, geht es erstmal hier um eine Vorauswahl, die man macht. Vielleicht schon so ein bisschen so zu berücksichtigen, wie kann man hier eine kleine Geschichte erzählen. Unsere Geschichte in der letzten Woche war eigentlich, was war eigentlich die letzten Wochen? Viele müssen zu Hause zur Schule gehen oder zu Hause die Hausaufgaben machen, die Eltern oder wir auch zu Hause bleiben zum Teil. Ich habe mich mit meiner Frau so ein bisschen arrangiert, sage ich mal. Das haben wir einfach mal als Thema aufgegriffen und letzte Woche umgesetzt. Und das ist so die Geschichte, die ich meine. Also eine Geschichte zu haben, damit das Buch auch interessant wird und Spaß macht, durchzublättern. Und dann die ausgewählten Bilder vielleicht noch ein bisschen zu optimieren, ohne eine zu große Bildbearbeitung zu machen. Auch da habe ich persönlich immer so ein bisschen Scheu vor, da noch irgendwie einen Tag an den Bildern zu sitzen, sondern einfach nur so ein bisschen Optimierung durchzuführen, sage ich mal. Das ist das RAW hier, das linke Bild, was ich euch hier zeige. Und das rechte Bild ist schon farblich korrigiert, so ein bisschen mit dem Weißabgleich, dann ein bisschen Tiefenlichter, Kontrast und das war es eigentlich dann auch schon. So, das sind so kleine Tipps. Oder wie hier, die beiden, die Mutter und Tochter, saßen ja im Schatten. Dann habe ich einfach im Weißabgleich noch ein bisschen Wärme hinzugefügt und es wirkt einfach so ein bisschen harmonischer. Das Gleiche seht ihr auch nochmal an den Korrekturen, ein bisschen in den Lichtern, Tiefern, Struktur. Das reicht eigentlich dann ja schon aus, was man dann an Optimierungen durchführen kann. Manchmal bei Gegenlicht frisst noch ein Fenster aus oder andere Lichter, die kann man noch ein bisschen optimieren. Eine andere Sache, auf die man, bevor man richtig loslegt, so ein bisschen darauf achtet, macht man das Ganze im Hoch- oder im Querformat, um einfach zu entscheiden, wenn ich natürlich 90% meiner Bilder im Quer habe, sollte ich jetzt nicht irgendwie das Ganze im Hochformat anlegen und umgekehrt, dass man also vorher sich auch schon mal Gedanken macht. Hier habe ich mal ein Motiv im Hoch und im Quer fotografiert. Hier kann man das Ganze schön nutzen, ja nochmal für Typofläche, wenn man noch ein bisschen Text dazu schreiben möchte, beziehungsweise wenn man sowieso alles im Hoch macht, dann bietet sich das ja genauso an, indem man hier einfach mal einen Anschnitt nimmt. Auch da nochmal so mein Tipp oder hier nochmal ein Bild so ein bisschen begradigen, das bietet sich auch manchmal ganz an. Also wie gesagt, einmal in Ruhe die Bilder durchgehen. Umso mehr Spaß macht es, hinter das Buch zu setzen. Ihr werdet gleich sehen, wie schnell man in relativ kurzer Zeit eigentlich das Buch erstellen kann. Und nochmal ein ganz kleiner Tipp am Rande. Ich greife das gleich nochmal auf, auch wirklich mal ein bisschen mit dem Licht zu spielen. Ich habe hier einfach mit einer einfachen Styroporplatte, da kommen gleich auch nochmal ein paar Making-of-Bilder, so ein bisschen gespielt, wie schön das aussehen kann. Auch das kann bei der Bildauswahl immer eine kleine Rolle spielen. Wenn die Bildauswahl fertig ist, kleine Bildoptimierung auch schon umgesetzt wurden, dann ist der nächste Step, die Bilder zu exportieren, also dass man dann ja nicht das RAW in das Fotobuch einlädt, sondern einfach die Bilder als JPEG in maximaler Auflösung bei 300 dpi, da reicht 770 völlig aus bei der JPEG-Qualität, zu exportieren. Hier seht ihr auch nochmal die Einstellung. Ich habe hier einen Ordner dann angegeben. Adobe RGB ist ein schöner großer Farbraum, der sich ja für das Fotobuch dann natürlich sehr durch den großen Farbraum zu empfehlen ist. Hier die 300 dpi und Bildschirm nicht einpassen, dass wirklich die maximale Auflösung bleibt. Ja, nachdem dann diese Bilder exportiert sind, habe ich die auf einer Festplatte. Und dann können wir jetzt eigentlich schon zu unserem Fotobuch übergehen. Ich wechsle kurz einmal die Folie und öffne jetzt das Fotobuch. Wir gehen auf ein neues Projekt erstellen. Wir brauchen keine Kalender, keine Tasse, sondern ein Fotobuch. Wir klicken einfach mal weiter. Ich hatte eben ja mal kurz erwähnt, dass wir uns vielleicht über das Format Gedanken machen. Wir gehen also auf das Fotobuch Querformat und wählen dann das A4 Canon HD Book Flatspread. Das ist eben ganz kurz ja schon mal angesprochen. Jedes Foto oder jede Seite ist eigentlich ein schönes Foto, was ganz dünn eingebunden wird, mit Hand eingesetzt wird und dadurch hat es so die Eigenschaft, dass auf jeder Seite man sich die so schön durchblättern kann, ohne dass sich das so sehr wölbt.
Das ist also bedeutet die Flatspeed-Bindung. Und ja, wie gesagt, Querformat, DIN A4. Wir gehen also weiter. Bei dem nächsten Fenster wird uns kurz angezeigt, ob wir das jetzt einmal komplett manuell erstellen wollen, Seite für Seite. Dauert sicherlich ein bisschen länger. Da muss man jetzt jeder für sich entscheiden, wie viel Zeit man hat. Ich möchte jetzt einmal kurz auf den Smart Designer setzen, der mir einfach so ein bisschen schneller das Ganze ermöglicht. Er sucht sich also alle Bilder aus einmal und erstellt dann die Seiten bzw. füllt die Seiten auch. Ich muss also erstmal einzelne Bilder hinzufügen gehen. Ich gehe jetzt hier auf meinen Ordner, wo ich den Export hier habe. Ich hatte es ja eben kurz einmal erwähnt. Also die großen Bilder, die wähle ich jetzt einmal alle aus. Also mit der Command- und A-Taste alle Bilder ausgewählt. Die werden jetzt also reingeladen. Er fragt mich jetzt nochmal, ob wir automatisch ermitteln sollen oder die Seitenzahl vorgeben. Ich gehe jetzt mal auf automatisch ermitteln. Klick weiter. Das heißt also, es wird jetzt tatsächlich die Bilder eingefügt und ermittelt, wie viele Seiten er ungefähr braucht. Jetzt gibt es den Namen. Thomas Webinar. Kennen im Mai 2020. Das ist jetzt einfach mal ein Titel, den wir hier einfügen. Man kann also die Projekte auch speichern, im Nachhinein auch nochmal abrufen, im Nachhinein bestellen. So, im Prinzip ist das Buch eigentlich schon fertig, theoretisch. Alle Seiten sind gefüllt, bis auf den Titel und Rücktitel. Ist auch noch kein Projektname vergeben, das können wir also hier selber machen. Wir können ja mal einmal einen Text eingeben. Meine liebe Familie im Mai 2020. Das ist einmal so ein kleiner Titel. Den kann ich auch einmal kopieren und wunderbar hier als Buchrücken eingeben. Das ist ganz schön, wenn man mal mehrere Bücher hat oder ein Bücherregal hat und das Buch steht drin, dass man also auch auf dem Buchrücken sieht, was ist das für ein Buch, dass man also nicht jedes Bild rauszieht, dass man das vielleicht nicht vergisst. Dann werden mir hier jetzt einzelne Rahmen schon vorgegeben. Also das ist jetzt schon über den Dateimanager gemacht worden oder der Designmanager. Hier links sehe ich übrigens meine kleinen Thumbnails, das sind meine gesamten Bilder. Der rote Punkt mit der 1 bedeutet, dass das Bild oder jedes Bild entsprechend schon einmal verwendet wurde. Die Bilder, die keine Markierung haben, bedeuten, dass es also noch nicht genutzt wurde. Steht mir jetzt zur Verfügung. Würde ich zum Beispiel dieses Bild mit der 1 hier einmal reinziehen, dann kann man das dennoch tun. Die 2 signalisiert mir einfach nur, es ist aber schon zweimal drin. Also so kann ich sicherstellen, dass ein Bild vielleicht nicht doppelt vergeben wurde und stattdessen ein Bild zum Beispiel fehlt. Ich ziehe dieses Bild jetzt noch einmal hier rein und jetzt ist hier auch die 1 und hier ist die 2 wieder auf die 1 gesprungen. Wunderbar. Es gibt hier einmal ein Warnfenster. Das ist eigentlich kein Warnfenster, sondern nur ein Hinweisfenster. Mit der nützlichen Info mache ich einen Doppelklick drauf, springt ein Fenster auf, wo ich einmal das Bild kippen kann. Das ist das, was ich euch eben einmal gezeigt habe, dass man das Bild im Vorfeld schon ein bisschen gerade rücken kann. Das kann man natürlich auch hier im Nachhinein nochmal machen. Ist wahrscheinlich sogar hier in der App ein bisschen einfacher. Und hier kann man auch das Format noch einmal auswählen. Jetzt wisst ihr spätestens an dieser Stelle, warum man die Bilder maximal exportieren soll. Mache ich nämlich einen Anschnitt und hätte vorher schon ein kleineres Bild gehabt, dann würde ich es ein bisschen verpixeln. So habe ich die maximale Auflösung ja zur Verfügung und kann somit also ohne Probleme anschneiden, ohne Angst haben zu müssen, dass die Qualität eventuell nicht ausreicht. Und dann schauen wir mal, was wir noch für einen Titel nehmen. Ob man jetzt hier zum Beispiel den Vater einmal nimmt. Ich habe da mal ein schönes Schwarz-Weiß gemacht. Aber dadurch, dass es hier um ein Familienbild oder Familienalbum handelt, suchen wir doch lieber ein Familienbild aus, zumindest wo mehr Leute drauf sind. Vielleicht so ein lustiges, das ist noch nicht verwendet worden. Oder kleine Familienfreund, der Hund hier, den Vater ein bisschen abschlägt. Dann gehen wir da auch nochmal in eine Nahaufnahme ran. Können sogar noch näher rangehen. So, und okay. Und auch da sieht ja ganz lustig aus. So, das Bild ist jetzt hier eingefügt. Man kann natürlich auch den Rahmen im Nachhinein ziehen. Das ist ganz schön. Und es vollflächig einsetzen. Man kann sogar das Bild noch über den Buchrücken gehen lassen. Also das ist das Schöne, dass auch die Hilfslinien hier magnetisch einrasten. Das hilft also ungemein. So ist es also im Ganzformat. Kann dann den Text einfach per Drag and Drop umsetzen, kann vielleicht den Text auch noch ein bisschen
größer setzen von 12 auf 14. Hier kann man auch noch mal die Farbe anders setzen. Kann auch die Deckkraft. Also man kann wirklich bei allen Reglern ein bisschen rumspielen. Da gibt es ja keine Faustregel für. Wer so ein bisschen grafisch versiert ist, kann das natürlich ein bisschen zügiger machen, weiß schon, welche Schriftarten er mag. Ansonsten kann man hier auf die Schriftart gehen und es wird einem direkt auch die Schriftart visuell dargestellt, wie sie denn dann aussieht. Ein bisschen so verspielter für Familien sieht dann ja so eine Schrift aus. Das sieht so ein bisschen aus wie eine mit Kreide geschrieben. Ja, das gefällt mir doch schon ganz gut. Die Rückseite gefällt mir auch schon ganz gut. Und jetzt gehen wir zur eigentlichen ersten Seite im Buch nach dem Titel. Die linke Seite bleibt produktionsbedingt frei. Das ist ja dann, weil es ein Umschlagcover ist. So, der Designer hat mir also jetzt alles Mögliche hier vorgegeben mit kleinen Collagen, die ich eigentlich schon sehr schön finde. Ich blätter jetzt einmal durch. Bin eigentlich schon sehr zufrieden. Und das Schöne jetzt dabei, und das ist das, warum man so gut die Zeit gewinnen kann, ist, dass sollte einem als Beispiel diese Seite nicht gefallen, weil man sagt, ich habe ja viel zu viel weiße Fläche, kann man also das Bild einfach per Drag and Drop umpositionieren, es einfach ein bisschen größer ziehen. So, jetzt sehe ich zwar erstmal das eine Bild nicht mehr, ich kann dann aber auf Seite und dann umordnen, also man, hier würde man die Seiten umordnen, anzeigen und dann kann man, ich gucke gerade mal, anzeigen, wo war das, anordnen nochmal. Da habt ihr mich einmal eine Sekunde auf einen ganz kleinen falschen Fuß erwischt. Aber das ist ja das Schöne, wenn man das dann auch live macht, dass man dann nicht immer direkt die Lösung hat, weil ich das normalerweise immer andersrum gemacht habe. Ausrichten, anordnen, genau hier war es. Und zwar mit der rechten Maustaste anordnen und dann kann man das in den Hintergrund oder in den Vordergrund bringen. Ich ziehe das also auch nochmal zurück. Ich ziehe das also wieder ganzseitig, mache einmal einen Doppelklick, hole mir erstmal das Porträt wieder hier ran. So finde ich das ganz schön. Okay, so, jetzt ist das eine Bild hinter dem großen Bild. Jetzt gehe ich einfach auf die rechte Maustaste, anordnen und dieses Bild bitte in den Hintergrund. Damit fliegt das hintere Bild wieder nach vorne. Und das kann ich jetzt zum Beispiel hier unten mal klein einklinken. Kann Doppelklick machen und gehe jetzt mal ganz nah auf das Gesicht, weil mir das zum Beispiel so der Ausdruck sehr gut gefällt. Also hier sieht man, dass man da so ein bisschen spielen kann. Ob man das jetzt grafisch schön findet oder nicht, das ist jetzt zweitrangig. Es geht um die Möglichkeiten, die ich euch hier zeigen möchte. Kann es ein bisschen umsetzen, wenn man sagt, nee, das gefällt mir ja gar nicht. Kann man entweder bei die Command- und Z-Taste die Schritte wieder rückwärts gehen. Das ist also die eine Möglichkeit. Also wirklich, bis man wieder da angelangt ist, wo man ursprünglich hergekommen ist. Das ist also Variante 1. So, da sind wir wieder. Die zweite Möglichkeit, die aber besteht, ihr seht hier unten noch ein Fenster, Seitenlayouts, Masken, Hintergrundbilder, Rahmen und Cliparts. Also man könnte jetzt hier eine lustige Katze einsetzen oder einen lustigen Delfin. Finde ich sehr, sehr kitschig. Ist noch eine Möglichkeit, macht man natürlich wieder weg. Was ich euch aber zeigen wollte, ist, dass man auf die Seitenlayouts gehen kann. Die ersten Seitenlayouts beziehen sich auf eine Seite. Also zum Beispiel kann man sagen, ich nehme dieses Seitenlayout, ziehe das auf die eine Seite und die Bilder passen sich entsprechend dieser Fenster an. Oder ich gehe die im Hochformat einsetzen, das ist eigentlich sehr schön. Hier kann man das dann sofort wieder alles mit dem Doppelklick entsprechend alles ziehen. Wie gesagt, das ist wesentlich einfacher als über, es gibt ja gewisse grafische oder Grafikprogramme, über die das geht, sehr aufwendig. Man muss sehr viel Hintergrund wissen. Hier kann man wirklich per Drag and Drop da einiges erreichen. Man kann auch so eine große Seite reinziehen, hätte jetzt noch somit sehr viele Bilder frei. Aber das wäre mir dann jetzt zu unruhig. Aber ihr seht einfach nur, oder was ich euch kurz zeigen will, die Möglichkeiten. Auch hier wieder mit der Command-Z-Taste gehen wir wieder die Schritte einfach zurück.
Und ich mag das eigentlich so ganz gerne, weil durch den weißen Rand atmet das Bild ein bisschen. Könnte jetzt auch noch einmal hingehen, vielleicht das hier ein bisschen größer ziehen. So. Ich habe bei dieser Auswahl dieser Bilder noch eine andere Sache, die ich ganz kurz anreißen möchte, wirklich nur, nicht zu sehr darauf eingehen, weil dazu gebe ich im Juni oder Juli wird es nochmal einen Workshop extra geben für Porträtfotografie, wie man mit kleinen Hilfsmitteln, die auch wirklich nur für ein paar Euro zu erwerben sind, wir haben hier zum Beispiel aus Styropor aus dem Baumarkt und einer Erste-Hilfe-Decke, die ja Silber-Gold ist, haben wir jetzt einen Aufheller gebaut. Also es muss keine großartige, teure Angelegenheit sein. Das habe ich bewusst eingesetzt in der letzten Woche, um das hier mal einfließen zu lassen. Wie gesagt, in einem weiteren Workshop gehen wir da noch viel mehr drauf ein. Hier seht ihr aber schon mal ganz kurz, was macht das eigentlich aus? Also ihr seht ja hier, seht ihr schon im Gesicht, wie hart das Licht kommt. Und das ist einfach von der unteren Aufhellung, die ich hier in der Making-of-Bild sehe, was wir gezeigt haben, oder mit Weiß ein bisschen weicher, nicht so hart, wo ich selber auch noch hier den Styro ein bisschen mithalte. Der Junge steht ja hier nur am Fenster, bekommt dafür das Seitenlicht. Ja, und so wirkt sich das ja auch auf den Bildern auch aus. Und das finde ich ja ganz spannend. Ich gehe nochmal eine Seite zurück, da seht ihr das auch nochmal hier ganz gut, wie also das, was sehr hart ist mit dem Schatten, ist mit dem Silbernen gemacht, von unten hier aufgehellt. Und das hier, wo das wesentlich weicher ist, aber trotzdem ein bisschen aufgehellt ist mit dem Weiß. Wie gesagt, einmal nur ganz kurz angerissen. Es gibt also viel, viel, was ich euch zeigen kann, mit ganz wenig Mitteln, die man dazu wirklich nur braucht. Ansonsten haben wir das eigentlich das Gesamte einfach so aus der Hand fotografiert, haben keinen Aufbau, haben einfach nur so ein bisschen geguckt, wo kommt das Licht her im Esszimmer. Das habe ich vormittags gemacht, weil die Sonne schon reingeschienen hat. Und am Nachmittag war ich dann eher im Wohnzimmer oder im Hof. Wie gesagt, das nur kurz am Rande. Wir gehen jetzt einfach mal weiter und ihr seht, dass jede Seite eigentlich schon schön vorbereitet ist. Hier sehe ich zum Beispiel, dass schon ein bisschen sehr große Unruhe ist. Also ein Bild ist hier reingequetscht worden, in Anführungszeichen, aber da einfach ein Doppelklick drauf. Und ja, ich sehe ja hier schon in dem Rahmen, dass hier eine Geschichte zu sehen ist, die ich mit so einem Hochformat kaum einfangen kann, nämlich ein Hochformatbild, so schmal. Ich gehe trotzdem auf OK. Wo ich dann sagen könnte, ja, das gefällt mir jetzt. Ich kann aber auch hingehen, und das ist jetzt das Schöne, ich ziehe das Bild einfach mal nach oben und dann nehme ich das linke Bild, weil das bietet sich doch viel besser dafür an, und dann setze ich das doch jetzt mal hier unten rein. Das Schöne ist, dass wirklich die Linien, ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, das rastet so magnetisch ein. Man kann also wirklich die Linien perfekt übernehmen. Hier lasse ich noch so ein bisschen Rand. Gehe ich auf einen Doppelklick und dann zoome ich jetzt hier an die zwei Gesichter dran. Und jetzt sieht man es doch schön. Hier klicke ich noch ein bisschen auf die beiden. Und okay. Und dahinter hat sich das andere Bild versteckt. Ihr müsst euch wirklich das vorstellen, wie verschiedene Papierblätter, die auf einem Tisch liegen, zieht euch die Rahmen einfach und man sieht alle Sachen wieder. Es geht hier nichts verloren. Das Bild ziehe ich jetzt im Vollformat, mache wieder einen Doppelklick und jetzt zoome ich mir das ran. Auch hier seht ihr wieder gut, dass wir die maximale Qualität gelassen haben, weil jetzt können wir hier hervorragend einen Anschnitt machen. Okay. Gut. So, jetzt haben wir hier ein Aufmacherfoto. Und links haben wir so ein bisschen die Geschichte erzählt, wie die Tochter Gitarre lernt, der Hund ihr zuguckt, auch mal rausguckt, die Mutter noch mal mit dem Hund auf dem Boden liegt. Ich kann das hier noch mal so ein bisschen rüberziehen, dass der Hund also auch noch mal ein bisschen mehr im Fokus ist. Die Mutter haben wir ja oft genug hier drauf. Sollte einem das immer noch nicht ausreichen, weil man sagt, es ist mir zu voll, ich kann vielleicht auf das ein oder andere Bild verzichten, kann man ein Bild auch einfach manuell mit der Entferntaste entfernen. Und kann dafür dann ein anderes Bild großziehen. Aber auch das ist überhaupt kein Problem. Wir können ja wieder das Hochformatbild nehmen. Das Bild ziehen wir wieder hier hoch. Dann nehmen wir dafür das hier groß. Doppelklick. Bringen jetzt wieder hier den Hund ins Spiel. Und da habe ich jetzt einmal zu viel geklickt. Ich muss an diesen Rahmen dran, weil das ist von dem unteren Bild.
jetzt können wir das Bild hier wunderbar einsetzen. Hier rastet es wieder magnetisch ein. Wunderbar. Einmal verkleinern. Und jetzt haben wir es eigentlich optimal ausgenutzt. Also manchmal macht es auch Spaß, so ein bisschen rumzuspielen. Aber dadurch, dass es mir erstmal vorgegeben wurde, spare ich einfach die Zeit, diese Collage erstmal komplett zu erstellen. Gut, dann blättern wir doch einfach mal in den Seiten noch mal ein bisschen weiter. Hier haben wir so ein bisschen mit Spiegelung auch gearbeitet und vielleicht möchte ich zwischendurch auch noch mal einen Text einsetzen. Ich kann also ein Bild einfach, wie gesagt, x-beliebig hochziehen und gehe dann hier oben auf das Textwerkzeug und es springt direkt dieses Fenster auf. Meine erste Gitarre. Auch wenn mir das natürlich klar ist, dass es eine Ukulele ist und keine Gitarre, bleibt es ihre erste Gitarre, weil für Helena ist es die erste Gitarre. So. Das, wenn, dann schreiben wir es auch richtig. Kann man dann einen schönen Text einsetzen. So kann man, wenn man das natürlich gern mag und mit Text arbeitet, jedem Bild so eine kleine Information zuschreiben, ob man den Text jetzt in das Bild reinsetzt, darunter. Das kann ja auch mal ganz gut aussehen. Ich gehe dann hier wieder hoch. Hier seht ihr, das rastet wieder ein. Die Linie zeigt mir, das ist jetzt wirklich auf einer Linie. Kann man das auch nochmal hochziehen, dann ist es auch identisch, dass dann visuell ganz gut aussieht. So, jetzt blättern wir noch ein bisschen weiter. Und ihr seht, das Fotobuch ist fertig. Ich habe hier auch nochmal zwischendurch ein paar Beispiele nochmal gezeigt, wie wir auch hier aufgehellt haben bei diesem Bild. Aber hatte ich eben kurz erwähnt, dazu kommen wir natürlich später nochmal. Eine andere Herangehensweise von mir ist, oder es geht ja jetzt nicht nur darum, ein Fotobuch zu erstellen, sondern geht es darum, das Bild erstmal zu erstellen. Das Wichtigste ist immer, macht Fotos, fotografiert jeden Tag. Das ist das Allerwichtigste. Ob man die Bilder dann hinterher ins Fotobuch bringt, ist halt natürlich schön und optimal. Aber als kleiner Tipp, wenn ihr so ein schönes Motiv habt, so wie hier die Familie liegt auf dem Boden, man liegt selber auf dem Boden, wechselt ruhig auch mal die Perspektiven, um euch so ein bisschen zu inspirieren. Weil es geht heute ja auch in dem gesamten Workshop darum, dass ich euch inspirieren möchte oder euch auf den Geschmack bringen möchte, wieder mehr zu fotografieren. Und zeigt ruhig eure alltäglichen Situationen, die ihr habt, um einfach das später für euch, für eure Kinder und Nachkommen einfach zu haben, was einfach viel Spaß macht. Und ihr seht einfach mal vom Boden aufstehen, von oben das Ganze zu fotografieren, gibt mir einfach viel mehr Bandbreite an Möglichkeiten. Ich habe auch noch eine Seite mal vorbereitet, da muss ich gerade selber noch mal gucken, wo die doch alle am Tisch sitzen, genau hier. Die beiden Kinder malen hier schön am Tisch, schreiben, machen Hausaufgaben und dann einfach nochmal auf den Tisch draufzustellen von oben. Ich habe eigentlich eine sehr schöne Doppelseite, die erzählt die Geschichte und ist einfach auch eine schöne Erinnerung. Und ja, das ist auch letztendlich die Herangehensweise bei meiner Art der Fotografie, wirklich sich viel zu bewegen, viel zu zeigen, um so eine große Ausbeute an Fotos zu haben. Gut, dann waren das jetzt mal so ein paar Tipps und Tricks bei der Seite oder bei der Erstellung. Ich klicke jetzt einmal noch komplett durch. Ja, ich muss sagen, das gefällt mir doch alles. Ja, das finde ich alles gut. Ich habe eigentlich nichts auszusetzen. Hier mache ich das vielleicht noch einmal so ein bisschen hoch. Man kann, um jetzt noch einmal so ein bisschen zurückzugehen, wo hier zum Beispiel dieser schwarze Hintergrund ist, wenn man kann ja mit Rahmen auch noch mal arbeiten, wenn man das mag. Also, dass man da mal so einen Goldrahmen einsetzt, das wären noch mal so Kleinigkeiten. Also, spielt auch ein bisschen mit der Software, probiert einfach diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten mal aus. Da ist eine Menge, die ich euch theoretisch zeigen kann. Das würde aber hier den zeitlichen Rahmen so ein bisschen sprengen. Ich, wie gesagt, mag das ja persönlich gerne so einfach und schlicht, aber es gibt ja auch dann Leute, die da das ganz toll finden. So, hier nehmen wir mal zum Beispiel den Schwarz. Also ihr seht, das ist auch ein eigener Rahmen. Den kann man, das ist ein Hintergrundrahmen, der mit einer Farbe gefüllt ist. Die kann man natürlich auch mal komplett
rausnehmen, komplett entfernen und dann bleibt halt der eigentliche Clipart übrig. Den kann man aber auch komplett wieder ohne machen und dann ist das Bild wieder im Gesamten und hat somit auch dann das Schwarz rausgeholt, was ja im Übrigen auch, habe ich noch irgendwo, glaube ich, gesehen. Ich gehe jetzt erstmal nochmal weiter. Ja, hier habe ich auch, ja, ich habe hier und da mal einige Making-of-Bilder versteckt, einfach damit ihr seht, wie einfach können diese Bilder entstehen. Also es muss keine teure Technik genutzt werden, sondern hier ist wieder, wie eben kurz erwähnt, Styropor für 2,49 Euro aus dem Baumarkt und eine 3 Euro Erste-Hilfe-Decke draufgeklebt mit Sprühkleber, ein bisschen Gaffer-Tape drum, also insgesamt 5 Euro für zwei Aufheller. Ja, dazu mehr später. Hier links seht ihr nochmal, wie das Bild auch aufgehellt wurde und hier seht ihr, wie das ohne Aufhellung ist, also eigentlich ganz dunkel. Können das ja auch noch mal nebeneinander halten. Dafür haben wir das Ganze ja hier. Dann gehen wir noch mal auf Seitenlayouts. Ich mache noch mal Command Z. Ich habe das falsch. Ich muss die Seite nehmen. Und dann hier. Dann ist auch noch mal im ganzen Format. Jetzt seht ihr es noch mal schön im Vergleich. Das also mit dem Silber aufgehellt richtig schön knackig und hell. Und das ist ohne alles. Also ohne Aufhellung. Und das ist nochmal das Making-of-Bild dazu. Das war wirklich nur diese Aufhellung. Ja, wie gesagt, mehr dazu im nächsten Monat oder übernächsten Monat. Die Termine dazu könnt ihr bei der Canon Academy online ersehen. Die sind jetzt noch nicht ganz klar. Am 5. Juni wird auch nochmal ein weiterer Workshop bzw. Webinar geben zum Thema Wildlife-Fotografie, wo ich ein Fotobuch ähnlich wie heute mit Wildlife-Fotos euch zusammenbaue. Die Bilder sind entstanden im letzten Jahr in Kenia, wo ich in der Masai Mara war für 10 Tage. Es gab bereits im letzten Jahr schon ein Webinar, da bin ich sehr auch in die Tiefe gegangen. Ich werde in dem Webinar am 5. Juni auch einige technische Hintergründe geben, weil bei der Wildlife-Fotografie sind natürlich nochmal viele, viele andere Faktoren, die eine große Rolle spielen. Heute haben wir ja sehr so, ich sag mal, Porträt bei Tageslicht. Ich will euch einfach inspirieren, im Alltäglichen auch Fotos mehr zu machen und es muss nicht immer das perfekte Bild entstehen. Die Ästhetik, und das ist auch in der Auftragsfotografie, wird immer mehr und mehr danach gefragt, einfach und ästhetisch zu arbeiten und nicht immer alles großartig auszuleuchten und zu professionell zu gestalten. Ja, hier sind wir auf der letzten, also eigentlich die vorletzte Seite des Fotobuches. Die ganz rechte Seite ganz am Ende ist wieder der Buchrücken, ist Pappe, die ist also wieder nicht bedruckt. Und dann kommt ja eigentlich wieder dann der Rücktitel. Der kommt also dann dort drauf. Das ist das Fotobuch. Standardmäßig ist dort also ein Stempel drauf, beziehungsweise eine Signatur drauf, HD-Book, powered by Canon, weil das ja von Canon gedruckt ist. Ihr könnt, wenn ihr eine E-Mail schreibt an den entsprechenden, an die entsprechende Firma, wo das Fotobuch erstellt wird, und man kann gegen eine kleine Aufpreisgebühr auch dieses Siegel quasi entfernen lassen, beziehungsweise dieses Zeichen, ist also auch möglich. Und ja, ich bin, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden und ich hoffe, dass ich euch bald beim nächsten Mal wieder mit dabei habt. Bevor wir jetzt allerdings zum Ende kommen, würde ich gerne das Buch auch noch einmal abschließen, indem man es dann zum Warenkorb einmal führt. Man muss es dann nur noch einmal speichern. Das Gute ist auch, dass ich das speichern kann und auch dann zu jeder x-beliebigen Zeit nochmal weiterarbeiten kann, nochmal Änderungen vornehmen kann. Hier kann ich es erstmal zum Warenkorb hinzufügen. Hier würde ich dann einmal den Gesamtpreis sehen. Und ja, dann würde man alles Weitere dann in den nächsten Schritt tun. Hier kann man zur Kasse gehen, beziehungsweise auf Projekt nochmal bearbeiten gehen, wenn man nochmal Änderungen vornehmen möchte. So, ich werde jetzt noch einmal auf unsere Folie gehen, die wir eben auch schon mal die ganze Zeit hatten. Da möchte ich euch bitten, noch einmal kurz drauf zu schauen. Ich muss noch einmal schnell durchblättern. Die Seiten haben sich wieder verstellt.
Ich habe euch nochmal einen kleinen Spickzettel vorbereitet. Der soll euch einfach nur nochmal so ein bisschen, also wenn ihr nochmal gucken wollt, was habe ich denn die ganze Zeit erzählt, ihr musstet also vielleicht gar nicht so viel aufschreiben, einmal so ein bisschen, wie gesagt, paar Notizen, keine Scheu, den Assistenten zu benutzen, die JPEGs zu exportieren reicht, dass man so ein bisschen auf ja, eine Geschichte erzählt, Serienbilder nutzt. Dann auch nochmal so ein bisschen zu der Qualität, die 7 Farben, die 2400 dpi. Einmal so ein bisschen zusammengefasst, was ich euch erzählt habe als kleinen Spickzettel. Und ich möchte mich nochmal herzlich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und euch beim nächsten Mal wieder zu sehen. Und für Fragen und Antworten stehen wir euch dann natürlich am Ende nochmal zur Verfügung. Vielen Dank. Und als nochmal eine Sache, die habe ich jetzt vergessen kurz zu erwähnen. Es gibt jetzt für den für die heutigen Zuschauer, beziehungsweise könnt ihr es gerne natürlich auch an Freunde weitergeben, ein Rabatt von 25% auf alle Fotobücher HD, die ihr jetzt bis Ende August bestellt. Ihr müsst einfach nur hier den Gutscheincode eingeben bei der Bestellung und dann werden euch direkt dann die 25% gutgeschrieben. Das ist vielleicht ein kleiner Anreiz für euch. Und den Canon Academy Guide zum HD-Book könnt ihr also auch runterladen hier unter academy.canon.de/HD-Book. Dort habt ihr nochmal alle technischen Informationen, die ich euch heute gar nicht erzählen wollte, weil sie natürlich sehr in die Tiefe gehen, aber sehr, sehr interessant sind, wo ihr genau seht, mit welchen Maschinen wird gedruckt, in welcher Qualität wird nochmal gedruckt, was das Ganze auszeichnet. Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss.